Angst. Ich krieg's noch hin, ey. Oh, einfach die Finger weg von dem Scheiß. So, jetzt ist die Frage, machen wir das? Gehen wir da rein oder nicht? Wir haben ja noch keinen Schlüssel, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Ohne Schlüssel. Ich meine, da war eine graue Kiste, eine goldene und eine rote, ne? Vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Schlüssel. Oh, da kann man eigentlich reingehen dann jetzt. Oh ja, das machen wir auch. Das machen wir. Wir holen uns die graue, die rote und die goldene. Das kriegen wir doch hin, oder? Die drei. Selbst wenn nicht. Ich meine, wir haben sie ja immerhin geöffnet. Wir haben ja dann ein Leben verloren. Wow, das war ja worth. Das war ja überhaupt nicht worth. Holy shit, Alter. Wir sind echt schon ganz gut dabei. Jetzt noch irgendwas richtig Sickes und dann. Oh, ich hab echt ein gutes Gefühl, Leute. Nur nicht wegwürfeln. Vor allem wegen den neuen Leben nicht wegwürfeln, ne? Das ist so das eher, das, was mich dann richtig aufregen würde. Nice. Ja, ein Teufelsdeal. Mit Krampus. Der Gute. Weiß ich, ich habe noch nie nach Krampus Head geschrien, ne? Aber jetzt mach ich's. Krampus Head. Bitte. Oh. Oh, gib mir doch ein leertaste Item. Bitte. Ja. Ich will doch nur ein Leertaste-Item. Nee. Nicht. Das wollen wir nicht. Nicht, nicht. Eine Schlüssel. Sehr gut. So. Ja, das machen wir mal. Denn wir machen mal das hier. Und das hier, da sollte man übrigens nur reingehen, wenn man drei Bomben hat. Nur mal so ein kleiner Tipp. Oh. Schlafen. Schlaffe, schlafen ist gut. Das ist ein Durchgang in die nächste Ebene. Da wollen wir nicht rein. Ich habe eigentlich gehofft, da kommt vielleicht Black Market oder so. Ist so krass, ne? Wie die dicker werden immer, ne? Die Tränen. Das sieht richtig lustig aus. Oh, ich finde mein Damage so sexy gerade, wirklich so sexy. Nice. Nee. Okay. Da muss ich mal eben nachgucken. Was war das denn nochmal? War das jetzt Pyromaniac oder war das Pyro? Ne, ist nicht Pyromaniac. Dann nehme ich es nicht mit. Oh, ich will es jetzt nicht. Ich will auf jeden Fall eigentlich gucken, was das ist. Flaming Tears, ne? Na, ne, das will ich nicht mitnehmen. Aber ich habe schon ein paar Mal gehabt, dass ich mich damit selber wegsprenge. Und das ist halt super behindert, keine Ahnung. Dieser Raum hat mich normalerweise auch immer gefickt. Immer hat er mich gefickt. Der kleine Raum. So, was haben wir denn hier? Der Greed. Ja, warum denn nicht? Oh Gott. Gott sei Dank. Zack, zack. So, gut. Gucken wir doch mal. Haben wir hier Pheromones.
Die Frage ist, was ist da unten noch? Wollen wir da unten noch gucken? Ja, oder? Ich meine, wir haben ja 9 Leben. Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben ja bis jetzt, glaube ich, nur im Hard Mode die Kiste abgeschlossen. Ne, im normalen, genau. Im normalen Mode haben wir die Kiste. Im Hard Mode haben wir das Sheol. Sheol und Mutter. Das heißt, es wäre eigentlich sinnvoll, wenn wir jetzt die Kiste im Hard Mode machen würden. Das heißt, wir müssten dann im Hard Mode nur noch den Boss Rush machen und das, ach, da war ich ja schon, und den Dark Floor. Ist gar nicht so viel. Da könnten theoretisch gesehen 2 Runs sein, ne? Natürlich bei unserem Glück logischerweise nicht, aber ja, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Gut, dann gehen wir mal zum Boss. Schauen wir uns das mal an. The Hollow. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Boss, mit dem ich leben kann. Wisst ihr, das ist so eine Sache, die ich nicht verstehe, ne? Die ich einfach nicht verstehen will, ne? Du hast normalerweise immer, je höher, tiefer du gehst, desto schlimmer werden die Bosse, ne? Und dann hast du sowas hier, nach 3 Ebenen oder was, oder nach 4. In der 4. Ebene kommt so ein Boss. So ein pupsiger Boss. Und in der 1. Ebene kommt einfach hier der fucking Troll-Boss hier, The Haunt, ne? Wo du dir denkst, yo, hätte ich mir auch sparen können, den Boss. Einfach retarded, wirklich. Der kannst du den Boss. Also, beim besten Willen nicht. Wenn du keinen Damage hast, das schaffst du nie. Oh Gott, die Mutter. Die Mutter wieder. Ja, nam, na. 7 Leben. Boah, wäre ich gerade fast in den reingelatscht, oder was? Speeddown? Ey, Speeddown finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal bad. Och, komm schon! 6 Leben. Fuck this shit. Spawnt halt die Fliege genau in mir drin, ey. Ja, die Spinne, meine ich. Ach, Mann! Komm on! Oh Gott, ey. Jetzt reicht's aber. Jetzt gehe ich hier einfach durch. Das ist mir zu doof. Das ist mir echt zu doof. Die haben immer teilweise so ein Angriffsmuster, die Gegner, ne? Da kriegst du echt Plack auf den Zahn. So. Der Ank. Ah, shit! Der Ank, ja. Das war eigentlich auch wieder ein richtiger Ranz, den ich hätte mitgenommen habe, aber gut. Aber der kommt ja erst nach dem Dings zum Einsatz. Okay, ab zum Boss. Oh Gott. Ja! Fucking ja! Oh Gott, ey. Oh, dieser scheiß Boss, Mann, der ist so räudig, ey. Okay. Das ist doch jetzt schon Mutter, oder? 14 Minuten? Das ist jetzt schon Mutter. Das heißt, wir können den Boss Rush machen, Leute. Den Boss Rush. Der gute Boss Rush. Ihr wisst, was das heißt, ne? Wenn wir den Boss Rush schaffen würden, ne? Das wäre legendary, Alter. Das wäre so fucking legendary. Oh, darüber will ich gar nicht nachdenken. Das wäre so legendary. Aber wir machen jetzt erstmal
So, was haben wir denn hier? Two of Hearts. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Komm schon. Müssen ja erstmal Mutter auch klatschen, ne? Ist ja auch noch so ein Ding. Na komm, Kopf hoch. Kopf hoch! Ach man, ich brauche einen Schlüssel. Ich will auch den Schatzraum gleich noch sehen. Komm schon, Schlüssel! Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel! Uah. Holy shit! Du bist ja echt gemein. Was haben wir hier? Health up, yo. Brauchen wir bestimmt. So, da ist jetzt schon Mami. So, wir brauchen aber noch einen Schlüssel. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Ja! Ja! Ja, 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 ja. Das gibt mir ein richtig geiles Schatzraum-Item. Oh yeah, das wollte ich doch haben. Damit wir endlich schon unser Leertasten-Item weg haben. So, noch ein Schlüssel wäre auch geil. Cricket's Head oder sowas? Fände ich Knorke. Fände ich echt Knorke. Oh Gott. Ne. Ne. 16 Minuten. Wir müssen auch immer noch Mutter besiegen, ne? Also sollten wir eigentlich jetzt langsam mal los, oder? Oh Gott. Der Superlast. Superlast. Bombs Aki. Ja. Haben wir wohl ein paar Schlüssel. Was haben wir hier? Ne, für das Celtic Cross ist das einfach nicht worth, ne? Wir kriegen zwar da, wenn wir getroffen werden, den Book of Shadows Effekt, aber ich meine, wir dürfen ja nicht getroffen werden. Ist doch Käse. Käse! Käse, Käse, Käse ist das. Oh ja, die Broken Watch. Und die Blue Candle, Mann! Leute! Ich hab es! So, gut. Dann wollen wir mal gucken, ob wir die Mutter schaffen. Ob wir die Mutter schaffen, das bin ich jetzt mal sehr gespannt. Holy fucking yes! Holy fucking yes, yes! So, Polaroid. Oh. Boah, ist das geiler Scheiß, Mann! Da krieg ich ja einen harten. Da krieg ich ja echt einen harten. Amnesia, brauchen wir eh nicht. So, wir nehmen den Nagel mit und dann Boss Rush, Leute. Boss fucking Rush. Der Odd Mushroom, gibt der auch Odd Damage gibt ihr doch, ne? Yo. Das nehmen wir mit, das Teil. Komm schon. Schaffen wir, Boys. I believe in us. Komm schon. Komm schon. Komm schon, Mann. Streng dich an! Streng dich fucking nochmal einfach nur an.
Taktisch, taktisch vorgehen. Taktisch vorgehen, erstmal die kleinen. Gut, machen wir erstmal den hier. Okay, jetzt kommt der Große, oder? Ja. Jetzt kommt der Große. Oh Gott. Komm schon. Komm schon! Oh Gott! Oh Gott, das ist der härteste Boss, glaube ich. Das ist der härteste Boss. Mit Abstand. Ja! Fuck! The Bloat King! Bloat King of Explosion, Alter! So, jetzt nur nicht von dem Spasti treffen lassen. Wo ist er? Der Spasti. Da ist er. Komm schon. Ja. Oh Gott. Komm schon. Nein! Nein! Oh Gott! Fuck, ey! Mann! Oh Gott, ich hab mich so gefreut, ey! Ach Mann! Ich hab mich so gefreut. Scheiße. Och Mann, es wäre so schön gewesen. Hast du Scheiße. Ach komm schon, Leute. Das kann doch nicht sein. Ach komm schon. Jetzt nur nicht den Run einfach hergeben. Och Mann, das macht mich gerade so depressiv, ey. Das macht mich gerade echt ein wenig depressiv. Ach, shit, ey. Ich hab schon geahnt, dass dieser scheiß Death da, der wird mich ficken. Weil diese Dinger, gerade weil die in allen Ecken spawnen, ne, du siehst es halt nicht. Ach, Mann. Das ist echt salt, Alter. Das ist echt so salt. Komm schon, ey. Also ich habe mich schon übelst angestrengt beim Bloat, ey, damit ich da nicht verrecke. Und dann wirst du vom Death einfach weggerissen. Weil ich glaube, danach wäre ja nicht mehr viel gekommen, ne? Danach wäre ja nur noch dieser komische Pferdemann da gekommen, ne? Das ist echt so scheiße, ey. Das
war, glaube ich, echt ein ziemlich guter Run. Also wir hätten es locker schaffen können. Aber ich sag mal so, wir haben auch wieder nicht viel bekommen, ne? Yo. Wir haben also auch wieder nicht so allzu viel krasses Zeug gehabt, sondern wir haben eigentlich lediglich nur 9 Leben gehabt und ein bisschen Damage dann bekommen, ne? Was eigentlich okay ist. Aber naja. Boah. Vielleicht noch ein Teufelsstil. Nope. Wir kriegen nur die Milch. Naja. Was soll's? Was soll's? Er ist echt so traurig, ey. Ich kann da immer noch nicht drüber nachdenken. Das ist echt so traurig. Wie schön das gewesen wäre, wenn wir den Boss Rush auf dem Hard Mode geschafft hätten, oder? Das wäre so edel gewesen. So fucking edel. Aber naja. Gucken wir nach vorne und schauen mal, ob wir vielleicht wenigstens noch jetzt die Kiste schaffen. Das wäre doch mal schön, oder? Das wäre doch mal echt schön. Schön. Wollen wir mal hoffen, dass wir das hinkriegen. Ich meine, wir haben ja noch einige Leben, ne? Ich denke mal, das kann man durchaus schaffen. So wenig Schaden haben wir nicht. Was ein bisschen fehlt, ist so ein Orbital-Block. Das ist halt so die Sache, die uns wrecken könnte. Beim Isaac. Oder auch beim blauen Baby. Weil der hat ja sehr viele Schüsse, ne? Sehr viele Kugeln. Und dieser Orbital-Block wäre schon nicht bad. Jo. Das ist ein Raum, der nicht so cool ist. Nice. Was haben wir hier? Nee, machen wir nicht. Machen wir natürlich nicht. Ich habe kurz überlegt, ob ich einfach aus Frust... Ach, komm schon! Komm schon fucking nochmal on, ey. Ob ich jetzt einfach aus Frust einfach das Ding nehme, weil ich mir denke, komm, fuck it. Leck mich am Arsch. Wir haben den Boss Rush nicht geschafft. Dann ragen wir jetzt mal hier auch nicht rein. Necronomicon. Anarchisten-Kochbuch. Beides nicht so worth. Ich glaube, das Book of Shadows hätte ich eventuell mitgenommen. Aber ich bin mir nicht sicher. Naja, mal gucken, ob wir Mutter immerhin schaffen. Wir haben halt keinen Orbital-Block, ne? Habe ich ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt, glaube ich, ne? Das ist halt ein bisschen shit. Shitte. Ach, komm! Ja, gut, okay, das war's. Das war's dann wohl mit dem schönen Run. Wir haben alle Leben aufgebraucht, weil wir ein Lauch sind. Ja, keine Ahnung. Das ist natürlich super ärgerlich, ne? Ich hätte mich so über den Boss Rush gefreut, aber manchmal soll es halt einfach nicht sein. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch Folgendes. Und zwar gehen wir jetzt nochmal in die 6 rein und kloppen unsere ganzen Items aus dem Leben. Zack! Und was haben wir hier? Oh, irgendwas. Wir haben Ludovico mit irgendwas. Irgendwas Lustigem. Oh, guck mal an. Was haben wir denn hier? The Chariot. Das ist übrigens auch so eine Karte, die wirklich cool ist, ne? Die wäre für so einen Boss Rush halt extrem ideal. Ach, guck mal, wir können nicht mal mehr fliegen. Ach, guck mal, wir gehen aber in die falsche Ebene. Ah, ist ja egal. Wir können ja eh hingehen, wo wir wollen, ne? Alles spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Also diese Ludovico-Kacke, ne? Ist ja wohl echt der größte Ranz. Ist ja wohl der größte Dreck. Guckt euch das an. Ich meine, das ist doch Ludovico, oder? Ja, es muss Ludovico sein. Kann ja gar nicht anders. Ja, ja. Guckt euch mal den Damage an, ey. Wie krass der runter tickt.
Ist schon hart. Ist schon echt ziemlich hart, was wir hier machen. Ja, ja. Das ist auch, glaube ich, Worst Combo, oder? Ach, komm schon. Drauf geschissen, ey. Da bin ich echt PJ Salt. Oh, wir haben so einen schönen Run gehabt. Das ist echt sad. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt echt den Boss Rush direkt geschafft, ne? Boah. Naja, gut. Manchmal ist es halt so, können wir nichts dran ändern. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Es war auf jeden Fall schon mal ein Zeichen, dass wir den Boss Rush auf jeden Fall schaffen können. Manchmal ist es halt unlucky, da bist du halt getroffen. Hast du da ein, zwei Orbital Blocks, dann ist halt auch okay. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.